Wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, das Wetter sieht vielversprechend aus. Bin gerade aufgestanden, habe mich jetzt geduscht, ziehe mich noch kurz an, koche mir einen Kaffee und ja, dann berichte ich euch, was heute so geboten sein wird hier im Video. Okay, Leute, ich bin soweit. Ja, gestern Abend habe ich das Video noch bis ungefähr 22 Uhr fertiggestellt. Dann habe ich mir bei YouTube noch ein paar von meinen Lieblingsreisevloggern angeschaut, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen und zu schauen, wie die so das regeln, wenn sie also vloggen und unterwegs sind, weil ich ja heute geplant habe, die Fahrradtour zu machen. Das Wetter ist traumhaft draußen, Leute, also es ist perfekt und ich freue mich riesig. Ja, ich war ja gestern noch im Geschäft, habe mir einen Ersatz-Fahrradschlauch gekauft und habe dann noch im Secondhand-Laden hier so einen schönen so einen Regencape gefunden. Weil ich habe eigentlich nur eine Regenjacke und eine Regenhose. Aber falls es doch regnen sollte, dieses Regencape, das kann ich komplett über meinen ganzen Körper anziehen. Ist richtig groß, auch weit über die Beine, also super zum Fahrradfahren. Und dann habe ich noch hier von Ortlieb so eine Lenkertasche gefunden. Die will ich heute noch anbauen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe gestern schon mal geschaut. Sieht ein bisschen kompliziert aus. Ich hoffe, dass alle Teile mit dabei sind. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn die Tasche noch am Fahrrad drankommen würde. Die ist wasserdicht. Da kann ich hier oben Kartenmaterial reinmachen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, ich werde jetzt gleich meinen Rucksack packen. Werde ja bei der Tour dann auch draußen schlafen. Und ja, ich freue mich schon riesig. Ich bin gespannt, wie weit man mit dem Fahrrad überhaupt kommen kann. Okay, Leute, kleiner Zwischenstand der Dinge. Ich habe jetzt mal alles zusammengelegt, was ich gleich einpacken werde. Hier meine Klamotten, Regenschutz, Schutzhülle für den Rucksack, eine Kappe, falls die Sonne doch zu heiß sticht, Bodenplane, Dreieckstuch, Akkus für die Kamera, Ersatzschlauch, Kleinigkeit zum Schreiben, Schnüre und Heringe. Hier mein Bascha, also eine Zeltplane. So eine Sommerschlafsack, eine Karte, ein Messer, falls ich Lust habe zum Schnitzen, Erste-Hilfe-Set, diverse Zutaten, Salz, Zucker, Gewürze, Öl zum Kochen, ein Spirituskocher, hier das Victorinox-Tool, das ist, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, könnte mir das natürlich hilfreich sein, da ist eine Zange dran, Pfeile etc. Dann haben wir hier eine Taschenlampe, dann hier die Isomatte. Ja, dann fehlt noch jetzt etwas Werkzeug, falls ich einen Schlauch wechseln muss. Und ja, was zum Trinken fehlt noch. Genau, und Essen, das werde ich mir unterwegs noch besorgen. Okay, Leute, jetzt habe ich das Fahrrad bepackt. Zum ersten Mal, hat aber gut geklappt alles. Hier auf dem Gepäckträger, das Tarp drauf, Schlafsack. Hier vorne noch ein paar Kleinigkeiten, dann ziehe ich noch einen Rucksack an. Ja, und dann habe ich alles am Mann, was ich brauche. Und da bin ich mal richtig gespannt, wie das wird. Wie heißt es so schön? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh, mir läuft der Schweiß. Aber tut gut. So, die nächsten Kilometer geht es jetzt nur noch bergab und da habe ich aus meiner alten Klamottenkiste vom Speicher hier noch so eine schöne Windweste herausgefischt, hält den Wind ab und hat hinten hier so ein Netz oder so. Ich bin jetzt hinter Furtwangen und hier sind zwei Brunnen und da werde ich jetzt meine Flasche mit Wasser auffüllen. Eiskaltes Wasser. Richtig schön. Boah, wie gut.
So schön hier. Ich fahre gerade durch Bregenbach. Traumhaftes Tal. Die Menschen, die hier wohnen, haben diesen Blick aus dem Fenster. Stellt euch mal vor, ihr wacht morgens auf, zieht die Vorhänge beiseite und dann schaut ihr hier raus. Oh, traumhaft. Da unten ist so ein Tal, da fließt ein Bächle. Ganz still hier, die Straße ist kaum befahren. Dann stehen hier die Häuser am Hang. Ein sehr schöner Ort. Ich bin jetzt in Neukirch und ich könnte sofort hierher ziehen. Hier fühlt man sich sofort wohl, wie zu Hause. Wunderschöner Ort. Die ganzen Häuser, die Gärten, die Ruhe hier. Und dieses Dorf hier ist umringt vom Wald einfach. Kommen Wiesen und dann kommt Wald. Kurz hier schauen. Da hinten zieht ein Gewitter auf. Ich hoffe, ich bleib trocken. Schönes Gefühl, ich bin absolut richtig hier, war jetzt nach St. Merken und ich kann sagen, dass das hier eines der schönsten Täler ist, die ich je durchfahren habe, weil es so eng ist. Hier rechts und links sind gleich die steil abfallenden Hänge. Hier vor mir fließt der Bach und hier fließt das klare, frische Schwarzwaldwasser. Hier die Berghänge. So, jetzt habe ich nochmal extra angehalten, um euch diese Stelle hier zu zeigen. Die ist auch wunderschön. Hier dieser pure Felsen und hier unten der Bach, der sich langsam ins Tal runter schlängelt. Ich muss diese Felsen irgendwie mal anfassen. Das überkommt mich jetzt einfach so. Ich glaube, das hier ist Granit. Wir haben hier im Schwarzwald Buntsandstein. Das ist so ein roter Sandstein. Und wir haben auch hier Granit. Ah, herrlich. Wenn man jetzt bedenkt, dass hier der ganze Untergrund aus diesem harten Gestein besteht. Und dass hier im Schwarzwald auch, dass es hier Bergbau gibt. Hier wird Silber abgebaut. Früher wurde Eisenerz abgebaut. Auch heutzutage gibt es noch Gruben, die in, wie nennt man das, also die noch laufen, die noch befahren werden. Ich weiß genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall möchten wir da auch demnächst hingehen und einen Ausflug machen. Da gibt es eine Grube, da kann man dann selber nach Mineralien suchen. Und es ist die mineralienreichste Halde, wenn ich es richtig gelesen habe, der ganzen Welt. Dort über 300 verschiedene Mineralien sind hier im Schwarzwald, im Gestein drin. Das ist ja der Schwarzwald. Der Untergrund. Das ist der Fels. Und obendrauf wächst dann der Wald. Wenn ich das jetzt so anfasse, habe ich das Gefühl, dass ich den ganzen Schwarzwald berühre irgendwie. Ja, Leute, seit einer knappen Stunde laufe ich ungefähr berghoch. Mein Fahrrad hat nur 7 Gänge, da kann ich hier nicht hochfahren. Und bin ein bisschen aus der Puste, habe einen riesen Kohldampf, habe vorhin kurz Pause gemacht, mir etwas Salz auf die Haut gestreut, abgeleckt. Prise Curry habe ich noch dabei, ein bisschen Curry genascht. Dabei sind mir wunderbare Ideen gekommen, wie man zu Hause seine Proviant für unterwegs machen kann. Ja, werde ich umsetzen. Ich habe einfach jetzt einen riesen Kohldampf. Mein Gehirn fängt an, alle möglichen Dinge zu durchspielen. Und ja, ich müsste jetzt gleich oben angekommen sein, St. Mergen. Und dann gucke ich mal, dass ich mal langsam hier einen Supermarkt finde. Und werde mich mit Lebensmitteln eindecken. Ich habe nichts dabei. Ich habe gedacht, ich kaufe mir alles unterwegs, weil ich schätze einigermaßen leicht. Und dann kurz heute Abend, kurz vorm Rastplatz, dann ja, habe ich mein Proviant. Ich bin oben angekommen, da steht Freiburg. Hurra! Jetzt kommt die Belohnung, hier durch diesen kühlen Waldweg herunterradeln. Das tut gut.
Oh, das Paradies. Erstmal was essen. Das war jetzt der absolute Zuckerschock hier in dieser Bäckerei, aber es war wirklich nötig. Ich habe das Mittagessen ausfallen lassen. Und da ich ja nicht buschkraftig unterwegs bin, gönne ich mir heute einfach mal so ein Stückchen Kuchen. So, jetzt geht's weiter Richtung Freiburg. So, jetzt bin ich in St. Peter. Ich bin jetzt im Ibental, kurz vor Kirchzarten. Traumhaft. War eine schöne Strecke, ging jetzt nur bergab. Allerdings ist jetzt hier von der Temperatur her, es ist sehr heiß. Wir haben jetzt 18 Uhr abends und die Sonne brennt mir ins Gesicht. Ich überlege gerade noch, ob ich mir noch die Mütze aufziehen soll. Naja, die Grillen zirpsen und ich mache gut Strecke. Wisst ihr, was ich in Freiburg so mag? Diese kleinen Bächle hier in den Fußgängerzonen. Es ist sehr spät geworden. Ich war jetzt doch in Freiburg, habe mir dort ein paar Sachen angeschaut, zum Beispiel das Münster, ein paar Bilder und Videoaufnahmen gemacht, einfach ein bisschen durch die Stadt geradelt. Ja, dann hatte ich ein bisschen die Schwierigkeit, aus der Stadt wieder in der richtigen Richtung herauszukommen. Ist gar nicht so leicht in solchen großen Städten, aber ich habe es dann doch geschafft und bin dann nochmal richtig durchgeradelt, jetzt auch im Dunkeln, und habe hier einen wunderschönen Platz gefunden. Den zeige ich euch morgen. Das ist so eine schöne Nische hier. Um mich herum sind Brennnesseln und Schilf auf so einer kleinen Erhöhung. Es ist richtig warm. Ich habe vor mir mein Fahrrad stehen. Und ja, ich zeige euch den Platz einfach morgen. Das ist echt... Freut mich, dass ich so einen schönen Platz gefunden habe. Ich habe mir jetzt noch Raviolis gekocht. Also ich esse jetzt, lege mich ins Bett und wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wir sehen uns, Leute. Tschüssle. Welch altbekanntes Geräusch. Regenprasseln auf mein Bascha. Ich habe jetzt doch noch mein Notzelt aufbauen müssen, da es um 4 Uhr morgens angefangen hat, leicht zu regnen.